Ja. Ich kenne auf jeden Fall noch hübschere, muss ich ganz ehrlich sagen, und aber es ist ja Geschmackssache, ne? Andere Mütter haben auch schöne Töchter und Geschmackssache, ne? Deswegen kann man das auch jetzt einfach nicht so festhalten, finde ich. Man kann nicht einfach sagen, das ist der schönste, das ist die schönste Frau, das ist der schönste Mann oder das ist der schönste Zwitter oder. Ne, jetzt weiß ja, das wäre der schönste Zwitter, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Not sure is serious, aber auf jeden Fall, das kann man ja jetzt so pauschal nicht sagen. Ne, das ist ja sowieso immer Geschmackssache, wie ich gesagt habe. Ne? Der eine mag blonde Haare lieber, der andere mag rote Haare lieber, der andere mag gar keine Haare. Ne? KLS, ne? Nein, Grüße an KLS an der Stelle. Und ne, also wie gesagt, kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Und deswegen finde ich das auch richtig Hit, wenn da einer, irgendjemand da geehrt wird. Es sei denn, ich bin's. Das ist natürlich verständlich. Wenn ich irgendwie zur schönsten Person der Welt geehrt werden würde, ja, würde natürlich annehmen, ne? Wäre natürlich dann auch berechtigt, ne, Freunde? Also, ihr kennt mich ja, ne? Also auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich ja schon eine 11, ne? Würde mich schon so bewerten. Hör mal, aber unser Treibstoff, unser Benzinbalken geht ganz schön runter. Wie viel haben wir denn noch? Reicht noch für 500, okay. Das heißt, bei der nächsten Tour müssen wir definitiv tanken. Da kommen wir da nicht mehr drum rum. Ich weiß, was kostet ein voller Tank? Ich denke mal, so 2 Mille wird der auch kosten. Das heißt, wir machen netto jetzt knapp nur 10.000 Gewinn dann. Durch die Fahrt. Und dann müssen wir noch die Zinsen, also hier die Zinsen für unseren Kredit abrechnen. Das heißt, es bleiben uns eher so 8 bis 9.000. Ist ja jetzt schon relativ wenig, ne? Muss man einfach mal so sagen. Aber Freunde, ich habe dennoch mal eine Frage an euch. Und zwar hat mich das jetzt schon bei einigen Let's Playern beschäftigt. Gerade auch so bei größeren Let's Playern, wie zum Beispiel bei PeteSmiet, ist mir das aufgefallen. Das war früher, haben die das viel gemacht. Mittlerweile haben die sich das wohl selber verboten. Das Essen während der Aufnahmen. Und deswegen würde mich da mal gerne mal eure Meinung interessieren. Weil für den Let's Player, muss ich ehrlich sagen, ist es viel angenehmer, wenn man, weil man, wenn ihr zockt, jetzt mal ganz Hand aufs Herz, dann esst ihr doch auch, oder? Also wenn ich zocke, dann hau ich mir alles rein. Toast, Pizza, Schokolade, Süßigkeiten. Und ich begrenze mich ja beim Let's Play schon auf das Minimum. Irgendwelche kleinen Schokoriegel oder so. Und deswegen, also zu zocken gehört für mich auch Essen, sag ich mir ganz ehrlich. Und wenn ich gleich hier fertig bin mit der Aufnahme heute, dann lege ich mich nämlich schön hin, guck mir noch einen Film an. Und ja, wieder ein Film, ne? Ja. Nee, aber da guck ich mir einen Film an und da gehört für mich Essen auch dabei. Oh, jetzt müssen wir hier runter. Und deswegen würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Zum Thema Essen in den Aufnahmen. Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare. Haut's mir unten in die Kommentare rein, wäre echt nice. Ich bitte wirklich drum. Ich glaube, hier sollten wir mal ein bisschen Gas wegnehmen. Ich glaube, sonst wird das nichts. YOLO, Motherfuckers. Ja, wer braucht denn hier Gas wegnehmen? Braucht doch kein Mensch. So, haben wir direkt wieder hier Full Speed. Tempolimit rein. Beiseite mit dir! Ne, aber wie gesagt, schreibt mir mal wirklich bitte in die Kommentare, ne, was ihr davon haltet. Oh, da stand Nürnberg sogar, oder Nürnberg sogar schon auf der Tafel. Das heißt, wir nähern uns unserem Ziel. Und dann übersteigen wir die 60.000. Möchte ich mal ganz kurz anmerken. So. Rin, dün, 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 dün.
So, hier kommt da gleich gefährliche Kurven. Ja, Freunde, bald ist ja Weihnachten, ne? Freut ihr euch da persönlich drauf? Also ich kann euch sagen, also ich freue mich schon wieder richtig derbe auf Weihnachten. Ich kann schon wieder kaum abwarten, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nämlich so ein richtiger Weihnachtsjunkie. Ich freue mich immer richtig auf Weihnachten. Und was mich aber nervt, weil viele feiern gar nicht mehr den Sinn, also verstehen den Sinn hinter Weihnachten gar nicht, ne? Wir feiern da ja quasi, also die Christen ja, Jesus Geburt. Und deswegen passt mir das nicht, dass Weihnachten immer mehr. Was haben wir jetzt gemacht? Warnblinklicht oder was? Ja. Und deswegen finde ich es halt richtig schäbig, dass Weihnachten immer mehr zu so einem Kommerz-Event, sag ich mal, aus. Ja. Es wird halt aus Weihnachten immer mehr so ein Kommerz. Boah, da wäre ich jetzt gerne tanken gefahren, da oben drauf, ja. Geil ist das denn? Ne, deswegen, es stört mich halt, dass auf Weihnachten immer mehr so ein Kommerz-Event gemacht wird. Und gar nicht mehr, ja, gar nicht mehr der Sinn hinter Weihnachten. Also alle denken nur an die dicksten Geschenke. Aber worum es bei Weihnachten wirklich geht, das Zusammensein mit der Familie, abends Bescherung mit der Familie oder sonstige Sachen, das gerät immer mehr in den Hintergrund und das finde ich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich die Hauptsache quasi, immer mehr in den Hintergrund gerät und so unnötige Sachen wie nur noch Geschenke und nur noch die dicksten Geschenke und hier noch iPad für den dreijährigen Oscar oder was weiß ich, oder für den zweijährigen Olaf noch ein Tablet oder keine Ahnung, was weiß ich. Ne, also. Ja, also ich find's halt schade, dass. Nein! Oh. Leute, läuft die Aufnahme noch? Gott sei Dank. Ach, hier kann ich hier weiter. Ah! Lol, das. Habe ich aus Versehen hier was gedrückt? Ist mir das mal aufgefallen. Ah, der fragt, Möbel transportieren wir. Nach Nürnberg. Verbleibende Zeit. 8 Stunden haben wir noch und Pause müssen. Ach, hier steht auch, wann wir Pause machen müssen. Das heißt, wir haben noch locker Zeit. Ach, hier können wir unseren Schaden sehen. Der LKW hat 4% Schaden, eigentlich noch relativ wenig. Und unsere Ladung hat wieder mal 0 Schaden, so wie es das natürlich gehört. Keine Kurznachrichten verfügbar. Das war's schon hier. Cool. Was ist, wenn wir F5 drücken? Ich darf nur nie F7 drücken, weil dann bricht nämlich die Aufnahme. Ach, da oben ist Frankfurt am Main. So, so hatten wir das vorher, so bleibt das dann auch. Ja, aber nochmal, um das Thema nochmal aufzugreifen mit Weihnachten. Oder allgemein Glauben, weil, ich denke mal, das hängt damit auch zusammen. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube an Gott. Ja, definitiv. Ich bin gläubiger Christ, auch wenn ich nur evangelisch bin, sag ich mal. Nur in Klammern, weil man sagt ja eigentlich, die strengen Gläubigen sind die katholischen. Also christlich jetzt gesehen, meine ich. Und ich glaube trotzdem an Gott. Gehe auch eigentlich mal in die Kirche. Mittlerweile habe ich echt sehr vernachlässigt, weil das wäre ja sonntags morgens und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe momentan so eine volle Woche, also mein Terminkalender, da noch was zu tun. Also eigentlich, mein Nord hat so viele Termine, es stürzt jetzt schon eigentlich ab vor Termin. So schlimm ist es momentan. Und deswegen quetsche ich wirklich diese Aufnahmen hier für euch immer noch so rein. Weil ich glaube, wenn es Hikes nur nicht geben würde und ich nicht Let's Playen würde, ich glaube sogar, dann würde ich momentan gar keine Videospiele mehr spielen. Ja. Niedriger Tankfüllstand, ja, da, das reicht noch. Also, ich glaube wirklich, oder?
Also ich glaube wirklich, ne, wirklich nicht. Dann wird's Haiku nicht geben. Ach ja, dann würde ich auch gar nicht Let's Playen, wenn's Haiku nicht geben würde. Tatsache. Deswegen, und das ist momentan alles so eingespannt. Und deswegen habe ich es leider ein bisschen vernachlässigt. Das tut mir auch echt leid. Aber ich werde das auch mal wieder nachholen. Jetzt auf jeden Fall vor Weihnachten gehe ich auf jeden Fall nochmal in die Kirche und eventuell sogar an Weihnachten. Also am 24. Apropos, gut, dass ihr mich gerade dran erinnert. Ich muss gleich noch meinen Urlaubsantrag schreiben. Holy shit, das Wichtigste vom Wichtigsten! Das Wichtigste!